Und wir kommen wieder zurück bei Hearthstone mit mir, Maru, in der Arena mit diesem Warlock, der besser läuft als erwartet. Bei weitem. Und wir schauen, was so kommen mag. Okay, Trödlerseher, Sonnenläufer. Trödler ist gut. Da wir anfangen, versuche ich eine 1 zu kriegen. Und eine zweite 2. Oder wirklich? 2-3 ist schon gut, aber eine 2-2 sind besser. Weil dann kann ich mit der, was herauskommt, kombinieren. Und vielleicht haben wir nicht was am Anfang. Nee, schade. Aber eine andere 3. 3 für 5. Natürlich eine 1 zu spielen wäre jetzt cool gewesen, weil gerade Mana-Wurm mit Coin nächste Runde ist gefährlich. Deswegen spielen wir lieber den hier. Weil er kann ihn zwar traden, aber er kann ihn nicht wegcasten. Und aus. Oh. Das kann übel ausgehen für mich. Ja, es kann übel werden. Wenn er eine Kreatur hat, die drauf passt. Ich zum Beispiel hätte nur eine einzige. Und er hat schon die erste drauf passt. Shit, das wird übel ausgehen. Der muss weg. Er ist so eine verschwenderische Zufall, vor allem wenn er jetzt noch eine Karte hat, die da reinpasst in den Wutzbohr. Ein Glück. Ich weiß, hätte er auch so getradet. Ich glaube eben nicht. Das wird helfen. Bisschen mehr Greed noch. Nee. Lieber nicht. Wir kriegen ihm zwar das Tempo, aber ich droppe sonst. Ah. Kann ich es wieder haben? Ah, wenn wir beide Höllenbestien hätten, dann würde ich sagen, okay. Okay, das Geheimnis ist gefährlich. Ja, Problem ist, ich muss es spielen, weil sonst holt er mich mit dem Malganis weg. Ich hätte keine weiteren kleinen Karten gezogen die ganze Zeit. Und so traden wir einfach nur die Dinge, also es gibt Schlimmeres. Hi. Hat noch nie jemand besiegt? Bam.
Bringt mir aber nichts. Bringt mir aber zu pingen und alle drei rein zu traden. Das sind nur noch 8 Mana. Oh, der hat einen dicken Schaf. Musst du noch 4 Mana? Das ist gut. Können wir nur überleben. Geht das? Im Endeffekt gehen die zusammen, ja. Also 6, 7, 10. Ich hab nur 3 AP. Ja, hab mich tot. Ja. Nichts zu machen. Da war sein Anfang zu insane. Aber wie immer, Unstable Portal kann's. Alleine kann man mit Unstable Portal ein Spiel gewinnen. Na gut, es hätte natürlich genauso gut jetzt irgendwie mal gar nichts sein können, daraus bekommen, aber das wäre genauso schlimm gewesen. Aber hätte ich gewusst, hätte die Wicht, hätte ich mir Hilfe aufgehoben. Hätte geholfen. Egal. Okay. Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Wir sind der schlimmste Albtraum. Okay. Und wir haben keine besseren Karten gezogen. Das ist schlecht. Wir sehen jetzt so schön zur letzten Folge den Kontrast zwischen einer guten Starthand und einer schlechten Starthand. Ne? Sie wird besser? Wenn ich jetzt noch das Tios gewinne. Aha. Oh. Kann ich mich wenigstens noch einen Top decken? Zwei. Raptor. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Und habe verloren. Und das, liebe Leute, ist dann genau das Gegenteil zur letzten Folge. Das ist so, genau das ist es, was man nicht haben möchte. Dass man halt nicht zieht, um auf dem Feld zu bleiben. Das ist nur dazu da, ihn abzulenken und sollte es ignorieren, hat er ein Problem. Weltliche Ängste. Ich vorher eine Karte. Ja, schade. Das war der gegenteilige Bomber zum letzten Mal, ne? Ihr kennt ja unseren letzten Bomber. Das kennen wir, den Bomber. Der Wichtel spielt nicht aus. Der Wichtel spielt gar nicht mehr aus, weil wir wissen nicht, wie viel HP-Damage er noch in der Hand hat. Wir müssen dann vorsichtig sein. Aber er geht clear. Das ist sehr gut für mich. Weil jetzt kann ich die beiden zusammenspielen. Und damit wahrscheinlich Bordkontrolle wieder erlangen. Perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt haben wir Comeback-Time. So, es, wir wissen, das Problem ist, wenn der viel flattet, haben wir ein Problem. Wir können diese Stelle Minions platt machen. Das ist der Konter zu dem hier. Ich komme aus der Leere. Okay. Nicht mit Zorno. An Zorno.
Dann killen wir den, gehen den und fressen den. Weil wir nicht wissen, was aus dem hier rauskommt. Möchten wir den hier im Leben haben. Hexenmeister, wow. Ihr solltet nicht mit Magie spielen, die ihr nicht versteht. Stern! Verdammnis für alle! Verdammnis für alle. Okay. Oh Mann. Er hat wahrscheinlich Dämonenfressen gekriegt. Oh, Face gehen. Questing. Ja, das ist eine sehr gute Karte jetzt zu haben. Weil was will ich jetzt machen, um am Leben zu bleiben? Ja, ist aber verloren. Ah. Ich hätte mein zweites Inferno ziehen müssen, um eine Chance zu haben. Egal. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Verdammnis für mich. Das war wirklich der einzige, der außer jetzt Trevexis, den der 67 nicht töten konnte in dem Moment. Ja. Natürlich eine Farian. Zwischen tot? Ja. Gut gespielt. Den Bad Red kann man wirklich nicht sagen. Für der Nefarian in der Hand war natürlich krass, ne? Hat er, glaube ich, die Schatten-Bams auch davon bekommen. Ah, egal, wir haben 8 Siege, also bitteschön. Nur jedes Mal so, ne? Mal die nächste Folge und dann werden wir voll abgefragt. Eine goldene Buße. Oh yeah, für den Secret Parler. Haben wir mal legendäre Karte hier wieder dran. Egal. So. Neue Arena. Wird Zeit. Ich mache die Arena noch auf, weil es eine Arena-Folge, aber danach kommt etwas anderes als Arena. Keine Sorge. Plugin, Arena-Helper, aber nur zum Tracken. Nur das Update nicht jetzt. So, Quests. Habe ich Quests? Parler Priester. Haben wir nicht. Heute ist Madruidenzeit. War nämlich richtig, ihn zu wecken. Habt ihr gehört? Jongleur ist super. Druiden der Flamme ist auch super. Zombiefraß ist Unigame oder Muckler. Da ist Zombiefraß, glaube ich, flexibler. Ah, also ein wildes Brüllen zum Clearen will ich ja nicht weglassen, aber die ist einfach zu gut. Wir haben noch kein wirkliches Wild hier, deswegen nehmen wir lieber mehr Early Game mit. Ein kleiner Charge Clear. Gerne, gerne. Und ein Daunt. Und noch mehr Daunt. Oh, Power of the Wild, sehr flexible Karte. Auf jeden Fall den, weil Schaden kann nicht und helfen kann er viel. Bei den dreien ist auf jeden Fall der Baummeister der Beste. Und hier auf jeden Fall der Raptor. Hier ist es ein Putt, aber ich mag den ja lieber. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Tiger. Das ist schwer. Zorn ist geil, aber ich widerstehe dem Rabengötzen, kann ich nicht widerstehen. Noch ein Taunt. Hey, noch ein Taunt. Meereskraken definitiv, auch wenn der Schredder auch super ist. Hier nehmen wir den und hoffen langsam, dass wir AOE kriegen. Haben wir nicht. Wir haben nur eine einzige Karte, die mit der kombinierbar ist. Also nehmen wir die obere Kreuzfahrerin mit. Nehmen hier noch eine Ruine der Flamme. Ich nehme jetzt ehrlich gesagt die Seele des Waldes mit. So, und ein Warlord. Jetzt hier. Wir haben keinen Card Draw. Das ist schrecklich. Da ist Card Draw. Brauchen wir. Das ist Card Draw. Brauchen wir. Das Brüllen nehme ich jetzt auch mit. Hier. Card Draw ist es nicht. Und haben wir jetzt hier einmal Card Draw? Nee.
Early Game haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haben wir genug. Ist es ein Removal und ein Heal? Und kein Card war so wirklich. Ach, nehmen wir bis mit. Können wir noch eine Runde spielen mit dem Deck? Ja. Also, wie immer, mein großes Problem. Wir haben keinen Kartor. Das ist bei Warlock absolut kein Problem. Weil ihr wisst ja, Warlocks können Karten ziehen, wie sie wollen. Allen Rahmengötzen kann ich nicht widerstehen. Malfurion gegen Uther. Ich werde Wir haben ja ein paar Sachen, die andere Karten generieren, also es ist ja gar nicht so schlimm. So, die beiden hauen mal raus und hoffen vielleicht lebendige Wurzeln und so einen Spaß zu kriegen. Ah, oh, Jaggi. So. Wenn er nichts spielt, ist der Zug eindeutig die hier. Ohne Frage, weil da können wir nämlich die nichts rausholen. So. Er hat das gespielt. Der Zug ändert sich nicht, weil das Schlimmste, was er machen kann, ist was spielen, was von der gebufft wird. Und wir können trotzdem die hier ausspielen nächste Runde. Er hat dann 2-2er draus gemacht und die liebt sogar noch am Leben hier. Bin natürlich. Das mache ich auch. Wir brauchen ein Zauber-R, wir brauchen Board Clear. Oder Katra. Wolklian Kartwar kommt aus den Ötzen raus. Das ist Kartwar ein guter. Für später. Ich hoffe, du hast keine Weihe. Sonst bin ich am Arsch. Keine Weihe, keine Weihe. Chaka, chaka, chaka. Wir sind bei 0, 0. Main to Dieu, du hast keine Weihe. Du hast keine Weihe. Du hast die vor allem nicht getopdeckt. Gut. Danke. Badet in Flammen. Ah, brauche ich nicht mehr. Fünf Mana. Was kann man mit 5 Mana machen mit meinem Palas? Nicht viel. Hat er jetzt aufgesessen oder drauf gesch. Ihr wisst schon. Naja, Grabe kann sofort gerade nicht rein. Außer, dass es besser trifft. Dann spielen wir Rabenkürze. Holen wir uns einen Zauber. Auf jeden Fall, ja, ist das Beste, was wir erzielen können. Sind zwar etwas schwach gegen Weihe, aber. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Hey, Großspieler, der Großspieler produziert. Auch wenn wir was spielen, spielen wahrscheinlich jetzt Pflege. Oder wir haben 7, 10 plus 8. Hey. 7, 10 plus 8, ja. That's how we roll. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.